einmal laufen, um heute die Karten. Wirklich phänomenal und endlich mal wieder zeigt die Stadt, was sie wirklich in sich hat. Genau, und das Ganze nur in der frischen Luft, perfekt. Der 298. Stadtgeburtstag ist zu Ende. An diesem Wochenende gab es bei zahlreichen Aktionen im Karlsruher Schlossgarten allerlei zu entdecken. Ein Highlight abseits von den Hauptprogrammpunkten war das von der Hochschule für Gestaltung durchgeführte City-Rooming-Projekt Lecker to Go. Ja, dieses Jahr heißt es Lecker to Go und es geht quasi darum, ein besseres Bewusstsein für unsere Nahrungsmittel zu schaffen. Dann gibt es noch die Gemüsewerkstatt, in denen quasi dann Kindern dieser Umgang mit den Lebensmitteln beigebracht werden kann, die eben aus diesen Resten kleine Schmuckstücke oder Musikinstrumente machen können. Ein weiteres Highlight war das auf dem gesamten Gelände verteilte Bewegungslabor. An rund 25 Stationen zum Mitmachen konnten sich die Kinder sportlich betätigen und ihre eigenen Grenzen austesten. Dabei stand vor allem der Spaß an den Aktivitäten im Vordergrund. Also die Stimmung war gut, es waren viele Leute hier, das Programm war abwechslungsreich und pfiffig und interessant und von daher würde ich sagen, ein voller Erfolg. Und die Karlsruherinnen und Karlsruher haben auch gut mitgemacht, das ist ja auch wichtig. Insgesamt gab es an diesem Geburtstagswochenende also jede Menge zu erforschen und die Wissenschaft in Karlsruhe zu entdecken. Große und kleine Aktionen, Projekte und Bühnenshows unterhielten die über 100.000 Besucher prächtig und machten den 298. Stadtgeburtstag zu einem ganz besonderen Event. Man kann also zu Recht sagen, Karlsruhe wollte es wissen.